Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Auf geht die wilde Fahrt mit dem Superspaß hier. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ich habe echt Bock weiterzuspielen. Das ist ein geiles Spiel. Geiles Spiel für mich. Für meinen Geschmack. Aber meine Meinung ist eine von vielen. Und meine Meinung heißt nichts. So, man sieht alles, funktioniert alles wunderbar. Dann kann's losgehen. Ich freue mich schon. Fällt mir auch gerade immer wieder ein. Wenn ich dann irgendwann mal was von meinen Konsolen hier streame, die ich schon seit Ewigkeiten stehen habe, dass ich einfach mal mit einem kabellosen Controller daddeln kann. Okay. Dass ich einfach mal kabellos zocken kann und ein bisschen so mehr Freiheit hier auch habe. So, dann gehe ich mal runter und gucke, was ich mit meiner Basis machen kann. Ob ich was machen kann. Oh, do come in. Erst ein mystisches Holz habe ich nicht. Cool. Kann ich sie upgraden? Nee, ich brauche einen ausgezeichneten Lack, habe ich auch nicht. Den habe ich noch nicht gefunden. Den habe ich noch nicht gefunden. Oh. Eisenerz habe ich auch keins. Muss ich erst abbauen. Sie habe ich gefunden. Sie braucht die Perlentaschenuhr. Keine Ahnung, wo ich die finde. Er braucht diese Strömungsrune. Alter. Kann eigentlich nichts machen. Ich habe so viele Ressourcen und Punkte und kann die nicht verballern. Ich bin dem schon begegnet, aber ich weiß halt nicht wo, ne? Das ist... Das kann ich nicht verbessern. Ich muss mal Ressourcen irgendwie sammeln gehen. Irgendwie muss ich mal Ressourcen sammeln gehen. Vielleicht mache ich das gleich. Ich glaube, ich muss hier oben erstmal eine Besprechung triggern. Weil nach dem heftigen Fight... Das muss hier erstmal besprochen werden. Was das für ein heftiger Fight war. Und das ist, was wir konnten lernen. As of now, no significant force within the Empire is publicly opposing Dukes Aldrich. However, once word of his activities gets out, I have faith opposition will emerge. Genau, mit seinen Aktivitäten ist gemeint, er hat Experimente mit Runen gemacht, er hat Menschen dafür geopfert, um halt Monster zu erschaffen, die Runen gesteuert sind. Also so Runenmonster quasi. Ich glaube, so habe ich es richtig in Erinnerung. Genau, Linsen zu Waffen zu machen, eben in Form von Monstern. Und dafür wurden auch Menschen geopfert, so. Und wir wissen jetzt, dass es mehr zu den Norsfarian purchased than simply securing a foothold for invasion. I'm sorry to ask, Yelu, but your family? My parents didn't make it. Yelu haben wir halt kennengelernt. Das ist, sie ist von einem Volk, was auf natürliche Art und Weise Magie wirken kann, ohne Runen. Was sehr selten ist. That damnable cur. Oh, der Hundesohn. Sacrificing human lives to unlock the power of the rune lenses. Genau. Schön, dass wir es nochmal zusammenfassen. Finde ich gut. It's totally unforgivable. Und das ist ihr Bruder. Oh, Milu. Dem wurde der Arm abgeschlagen. Jetzt hat er einen mechanischen Arm. Me and Paul wanted to come through for the little guy, so we put our heads together and voila! Also so ein bisschen Barrett-Style aus FF7. What do you think? Pretty fierce, yeah? Nobody's gonna hurt you ever again, now that I've got this.
Ah, ist Milu auch gleich ein Verbündeter. Bewaffnet und bereit. Milu. Glaube, ich werde ihn nie benutzen. No, they won't. Thank you. From what I'm hearing, it doesn't sound as if our military victory has dulled Aldrich's ambitions. His next move is coming. We can count on it. Another move on the League once he consolidates power within the Empire, perhaps? No. He's after something more. Er möchte, naja, ich glaube noch nicht mal, dass er die Weltherrschaft will, das. Da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. Der verfolgt irgendein größeres Ziel. Als nur Eroberung der Gebiete. So what's the plan? Das wäre sonst zu einfach. I'll continue gathering intelligence. Otherwise, we grow our strength. That's the one thing we can control. Das heißt wohl rekrutieren, wa? Wenn unsere Kräfte wachsen sollen. Rekrutierung. Rekrutierung. Sure feels like this crap's gonna get worse before it gets better. What's the matter, kiddo? Talk to your boss. I'm a fountain of sage advice, after all. Oh, wait, no. I already got it. Mm-hmm. You need a belly full of grub and a good night's sleep. Yep, that's the ticket, all right. Not the worst advice I've ever heard. Hilft mir auf jeden Fall immer weiter. Eine richtige Mütze schlafen und ordentlich was zu futtern. Und dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich im Leben gar nicht. Take a day for yourself, Noah. Go back to your quarters and rest. Cause tomorrow, that snout of yours is going right back to the grindstone. Okay, dann machen wir mal ein Schläfchen. Oder? Ja, komm, machen wir gleich ein Schläfchen. Haben wir was hinter uns? Oh, was ist denn hier passiert? All right, Noah, you get some sleep. Okay. Hat das was mit der Teleportationsdame zu tun? Dass mein Zimmer so verwüstet war? I don't know. Schön, gleich am Anfang mal ein bisschen Storybolzen. Aber sie haben keine Münder und keine Nasen. Oh, hey, Leon. Okay, there's clearly something wrong, so spit it out. Just a lack of confidence, I guess. Mm. Der grübelnde, zweifelnde Held. Periel roped me into being commander, but I'm not sure I'm the right person for the job. Wer kennt ihn denn nicht? Das muss es doch auch geben. Yeah, I guess her ladyship did sort of sucker you into this, huh? Bisschen. Ja. Think so too? Hatte ja nicht wirklich eine Wahl. Das wurde ja immer einfach bestimmt. Look, let me ask you something. How did you feel about those things Sane and Yaelu told us today? They made me sick and furious. And how about what happened to your home? I'll never let anything like that happen again, obviously. Okay, so isn't that enough? You're a man of pure, honest, emotional reactions, which is why her ladyship tapped you to be the big cheese. Verständlicher. For what it's worth, I... Well, I know you giving it your all will help me rise to the occasion, too. You mean it? Of course she means it. Jetzt kommen sie alle aus der Ecke hier irgendwo. Jetzt
wird der Held erstmal wieder ein bisschen aufgebaut, damit er Selbstvertrauen findet. All you have to do is keep being yourself. Das ist doch wichtig, dass der Held Selbstvertrauen, die Leute rekrutiert, voranschreitet. Master Sane? Warum spricht mich keiner mit Meister an? Wenn sie mal auf Arbeit kommen würden, wenn sie eine Frage haben, Meister so und so, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Das wäre mal angebracht. I'm sorry I wasn't able to save your parents. Don't be. We were strangers to you. You owed us nothing. I just... Well, I wanted to know... Why did you help us? Ehre. I understand completely if you feel differently. I still believe good yet remains in the Empire. Das ist wahre Nationalstolz, Heimatliebe. So I continue to fight for my homeland, even if it means betraying it. So... Well, I guess I needed to prove I was right. That must sound so selfish to you. Das wollte ich gerade sagen, das ist ein sehr egoistisches Motiv. No. Your reason doesn't change your actions. It doesn't change what you did for us. How soon before the Duke makes his move, would you say? Not long. I fear the intelligence we've received paints a most distressing picture. Ach, Mann, das klingt wie nach einem großen Schlachtkriegsgedönsbums. The upcoming fight will be difficult. Wenn der mit seinen Monstern da ankommt, auf jeden Fall. How would you handle it? Run to the edge of the world and dig a very deep hole. Das möchte ich auch manchmal machen. Because I fear that's exactly how far I'd have to go to stay out of the Duke's reach. Eieieiei. I don't own a shovel. Therefore, I have decided to undertake the next best option. Defeating him. Auf uns bezogen. Es wäre ein bisschen zu teuer, bis ans Ende der Welt zu reisen. Spritkosten, Flugkosten. Da ist die Schaufel das geringste Problem. You certainly don't lack for confidence. I was under the impression you'd arrived at the same decision. Of course. I've a promise to deliver on after all. Mensch, das ist aber auch charmant alles. Das ist doch charmant. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht charmant geschrieben ist. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Fragezeichen. Sind wir bei den Wächtern bestimmt, oder? Jo, Perspektivwechsel. Auch nicht schlecht. Pretty sure their castle's just ahead. Then let's pay him a visit. Okay. Oder doch nicht. Ach, die kommen zu uns wahrscheinlich, oder? Kommen die uns besuchen? Unser kleines Drecksloch hier. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass das schöner aussieht. Nichts zu tun. Kannst einfach rausgehen. Okay, ich muss mir erstmal eine Truppe zusammenstellen und dann gehe ich mal ein bisschen knüppeln. Mal gucken, wen ich mitnehme. Auf wen habe ich denn Bock? I have things to do, you know. Ja, ich will noch eine Gruppe formen. Bin gleich wieder weg. Wen wollen wir denn, mit wem wollen wir denn hier ein bisschen knüppeln? In der Vorhut Gar. Mit Mio mal wieder ein bisschen knüppeln. Ich habe ja auch noch keinen Schmied hier. Das kommt ja auch noch hinzu.
erzählen, Hildi? Stimmt, Scarlet habe ich ja noch bekommen. Und Eupherius. Also wen ich auf jeden Fall mitnehme. Ohne Francesca geht gar nichts. Gott, ich habe so viele mittlerweile. Stadler, was machst du? In dieser Runde führen Mitglieder nacheinander Aktionen am Ende durch. Senkt die Chance auf Feinde zu treffen. Erhöht die maximale Kapazität der Ressourcentasche. Ist auch nicht schlecht. Nehme ich mal mit. So, wen mache ich noch nach hinten? Eupherius. Ah, die muss ich erstmal wieder einrüsten, glaube ich. Er war auch nicht schlecht als Zauberer. Mit Feuer hinten. Carrie ist auch nicht schlecht. Da. 32, habe ich so viel mit dem gekämpft, ja. Magischer Kristall. Ups. Ah, Alter, wenn jetzt noch mehr Helden kommen, das wird ja immer schwieriger, wen ich mitnehmen soll. Okay, ist ja. Ich muss mich entscheiden, kann ja nicht ewig rumdallern. Zavi nicht. Er war lang. Der war eben mit rein. Nehmen wir mal Eupherius mit. Vorne mal Sane mit rein. Ja, der ist motiviert. Und 117 hat die bloß, aber die würde ja nochmal im Level aufsteigen. Alright. Machen wir das mal so. Done then. Ja, wäre alles so. Jetzt gucken wir mal nach Equipment. Mann, da kann man nicht so viel Zeit lassen jetzt. Was kann ich denn lagern? Ich glaube, die Eier. Die Eier kann ich erstmal. Ich habe ja jetzt so eine Farm. Ah, ne, die habe ich noch nicht gebaut, ne? Ansonsten, was haben wir? Volle Plattenrüstung. Kann ich ihm anlegen. Das kann ich noch anlegen. Antreibender Schal. Das ist ja richtig gut. Rune des Sturms. Die kann ich einlagern. Gegengift moderat erhöht. Die könnte ich eigentlich schon fast verkaufen dadurch. Erhöht Konterrate moderat. Auch nicht schlecht. So, das kann man ja gleich erstmal ausrüsten hier. Komm mal, Ausrüstung wechseln. Er hat die super. Wenn ich jetzt wieder Optimum mache, dann. Ich mach's einfach mal trotzdem. Autoausrüstung. Weiße Kleidung ist für ihn besser, ja? Na, wenn ihr meint.
dass eine Platinrüstung nicht so... Man müsste eigentlich die Ausrüstung von all den anderen irgendwie ablegen können. Oder dergleichen. Ne, also dass man jetzt... Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Aus der Tasche. Kann man das verkaufen? Halskette. Eisenkappe, weiß ich nicht. Hm, kann man eigentlich auch verkaufen. So, zack. Platinrüstung. Ich finde die eigentlich nicht so schlecht. Hm. Kann man ja mal einlagern erstmal. So. Jetzt können wir die Runen nochmal gucken. Das ist schon viel so Mikromanagement, würde man glaube ich dazu sagen. Mikromanagement. Runde des rücksichtslosen Schlages. Runde des Schlafschlitzers, Runde des schnellen Schlitzers. Giftimmunität, das ist auch gar nicht mal so schlecht. So, wen habe ich jetzt noch dabei? Oh, Bane. Krone des schnellen Schlitzers könnte er auch haben. So, was hat er hier? Runde der Stumpfresistenz. Runde der Geschwindigkeit. Giftimmunität. Also, da kann man auf jeden Fall noch ein paar schöne Spielchen mitmachen. Also mal gucken. Der ist eigentlich auch voll ausgerüstet. Nefarious kann man nochmal gucken. Rune der Verteidigung. Ja, kann er behalten. Und Francesca ist eigentlich auch gut ausgestattet. Passiv. Passive Runen habe ich noch gar nicht weiters. Muss ich mal gucken, wo ich die auftreibe. Mio muss erst noch Jaido-Schlag. Sie muss erstmal hier Stufe 24, 36, naja. Dann kann sie ein bisschen was lernen. So. Jetzt kann es losgehen. Ich weiß nicht wohin. Hauptquartier, Haupttor. Bei Ulfbert. Gucken wir mal die Welt. Hier in die Meereshöhle. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da was zum Angeln gibt. Aber erstmal gehe ich noch zum Schmied. Ein paar Waffen upgraden. Ein paar Waffen upgraden kann gar nicht so verkehrt sein. Aber warum renne ich denn jetzt schon wieder raus? Oh. Die Verwirrtheit erreicht wieder ein sehr hohes Level. Hey, du bist doch neu. Du bist doch neu. Arts is an explosion. Okay.
My soul is ablaze. I need to release the geyser of feelings burning inside me. I need a workshop. A space where I can explode into joy, in a color. If you know of one, you have to let me know. Komm einfach zu mir. Ich hab den Platz. Was? Wie? Wo ist hier der Schmied? Der Schmied ist... Hä? I need a workshop. Ich brauche eine Werkstatt. Ja, komm doch mit zu mir. Was willst du denn? Bei mir kannst du so viel explodieren lassen, wie du willst. Das kriegst du nicht hin. Ah, da muss ich bestimmt ins Reich erst, ne? Dann verbessere ich das erstmal ordentlich. Die haben ja Stufe 9, Alter, hier. Das muss ein krasser Schmied da gewesen sein im Chaldäischen Reich. Aber es ist halt krass, du musst nach jedem Hauptstory-Akt irgendwie wieder hier komplett vorbeischauen. Weil wieder neue Sachen getriggert werden. Jetzt gucke ich aber erstmal ressourcenmäßig, wie es aussieht. Potentes Heilkraut. Ein bisschen viel Gegengiftkraut. Aber dann kaufe ich hier nochmal. Machen wir es mal so. Sollte hoffentlich gut sein. Da ist der Angelheini. Der ist doch auch neu. Ey, da sind einfach neue Charaktere, stehen da rum. Das ist doch Wahnsinn. This one must have been magnificent. Johann. The artists of this period achieved such rich colors, such a sublime glaze. Caught your eye too, did it? My name is Johann. Think of me as a pleasure seeker with a certain fondness for antiques. So, how does this extravagant panoply of paintings and pottery make you feel? Was ruft das in mir hervor? Everything's really expensive. Yes, precisely. I could not agree more. I'm Noah, by the way. Ah, yes, of course. 'Tis a joy to make your acquaintance, dear Noah. But as I was saying, the artwork here is excellent. No mistake about that. But displayed like this, there's no passion, no class. Really? Willst du bei mir eine Kunstgalerie eröffnen? Someone poured their heart into these works, only to have them bought up by rich nobles who thought prestige was something they could hang on their walls. Then the mood passes, and it's off to auction with them, where they sit on a shelf like this and collect dust. 'Tis an absolute travesty. When did the aristocracy lose sight of their noblesse oblige? Ich weiß nicht. Sag du es mir. I would give anything to behold a work of art with soul. Something for all the people. I don't know what noblesse oblige is, but I'd be happy to keep an eye out for interesting antiques. Truly? Why, thank you, my friend. I cannot wait to see what you find. Well met, Noah. Have you found any inspiring antiques? Still looking, I'm afraid. What I long for is a work of art with soul. Something for all the people. I believe in you, my friend. Oh Gott, was will der denn von mir? Was soll ich dem denn brauchen? Gut. Ich schreibe es mir mal auf meine Liste. Johann. Kunstwerk mit Seele. Antiquität.
Jetzt muss ich die Stadt noch wissen. Hishan. Geil. Ich bin gar nicht überfordert. Kein bisschen. Ist hier noch jemand Neues, der rekrutiert werden möchte? Du jetzt hier? Hast du jetzt Bock auf mich? Nothing interesting has happened all day. So, why not? That glimmer in your eyes tells me I may actually be in for a fight. Aha, jetzt doch auf einmal. What do you say? Will you test your strength against a tired old man? Ich hau dir deine Dritten raus, Junge. Komm her. Ruf aufs Fressbrett. You youngins are always spoiling for a fight. You've got spirit, lad. Now, let's see what else you're made of. Na, zeig her. Let's do this. Ach, eins gegen eins sogar. Schlitzer. Mal verteidigen. Careful. We're in bad shape. Ruf da, komm. This can't be good. Oh, Opa geschlagen. Opa tatsächlich die Dritten rausgeprügelt. Haha. Das war wahrscheinlich doch ein Level abhängig, ne? Lucky upstart. Even at my age, it seems life has plenty of lessons left to teach. Well, that settles that. I'll be joining you, lad. Cool. Might even be fun. Finde ich gut. Schließen wir uns zusammen, Ryofan. Let's join forces. Call me Ryofan, and I join you as a humble man at arms. Now, verflucht nicht. To camaraderie. Cool. Älterer Speerträger, Ryofan. Dadurch, dass er einen Speer trägt, ist er mir schon sehr sympathisch. Dadurch, dass er Alkohol trinkt, nicht. Er stand noch nicht mal auf meiner Liste mehr mit drauf. Also nichts zum Abstreichen. Sehr schade, sehr schade. Kann ich hier nochmal gucken? Du bist einfach nur ein Bewohner. Da ist ein riesiger Rucksack. Ah, guck mal. Da versteckt sich was. What the heck? Huh? Who's that? Wow. I can't believe you spotted me. That's impressive, to be honest. Ja, du warst ein bisschen auffällig von den Texturen her, aber... Listen. Passt schon. Whatever you do, just don't try to drag me out of this bag, okay? If you even think about it... I'll get really, really mad. I'm not trapped in here or anything. It's just so comfy. Why would I ever want to leave? I make magical store packs, you see. And some guy was so desperate for one that he kept trying to yank me out and steal mine. So naturally, I ran away. And now here I am. You know, if you happen to have a safe, not full of thieves, place for me. Oh ja, komm zu mir, komm zu mir. Down there and handle all your bag making needs. Das klingt super. So, any questions? Comments? Compliments? Schließ dich doch uns einfach an. Join us. I totally nailed that negotiation. My name's Nell, by the way. If you need a sack, that's just my bag. Get it? Sehr schön. Schon zwei Verbündete. Diese Tasche ist alles.
Nell. Also wenn jetzt... Ja, komm. Wenn der jetzt Taschen herstellt, dann kann ich bestimmt meine Kapazität erweitern. Cool. So that's how Nell gets around. Sehr cool. Zum Glück habe ich da mal meine Äuglein aufgemacht. Und das gefunden. Es gefunden. Ich weiß ja nicht, was Nell ist. Du bist NPC, ne? Eria, okay. So, ist hier sonst noch jemand? Ich habe doch eine Werkstatt für dich. Warum willst du nicht zu mir kommen? Da muss ich erst eine Werkstatt bauen. Muss ich mal gucken. Du! Ich reg... Oh, was, wie viele da rumstehen! Someone unbelievably famous just spoke to me. I mean, you are him, right? Noah? The guy who's resisting the Empire? Das ist richtig. Can I get your autograph? Klar doch. Sure thing, if you really want it. Autogramme gibt's immer. I'm gonna show it to everybody. Einen wunderschönen guten Abend, Greel. Möchtest du auch gleich ein Autogramm haben? So, like, is this the part where you try to talk me into joining your army? Das ist richtig, ich soll meine Armee beitreten. That's it, isn't it? I might be keeping an eye out for new recruits. Mhm. Mhm. And you seem like such a nice guy, so I'd really like to just blurt out, sure, I'm in. Aber? But I'm not that easy. Nuh-uh. I can't partner up with someone unless I know they can keep up with my training routine. Ah. So, what do you want me to do? I know. Let's make a game of it. I'll run a lap around town, and if you can catch me before I complete it, you'll win my autograph on whatever recruitment papers you like. Hä, wie soll das denn funktionieren? You're ready for this? Nee. Ah, klar, ja, komm. Yep, let's get right to it. Spielen wir jetzt Fanger oder was? You're speaking my language. Okay. 3, 2, go! Muss ich was machen? Ne, die machen das alleine. Cool. Wow. I actually lost. Dang. Noah, you are fast. Hello, training partner of my dreams. Hat das vielleicht was damit zu tun, weil ich eine Schnelligkeitsrune angelegt habe, dass ich jetzt gewonnen habe? Durch Zufall? Ich weiß es nicht. Oder ist das gescriptet, dass man gewinnt? Aber ich würde dem Spiel eigentlich zutrauen, dass wenn Noah eine Schnelligkeitsrune trägt, dass er auch schneller ist. Halt auch, ne? Keine Ahnung. My name's Air. I think a little training can make anyone stronger. If you know someone who wants to sweat their way to the top, send them my way. Just you watch. They'll get stronger and stronger. You know what they say? Train together, gain together. I can't wait to get everybody moving. Das ist schon die dritte Rekrutierung. Energische Trainerin Irie. Das läuft wie geschmiert hier heute. Bin begeistert. Wie geht's dir, Greel? Was macht die Kunst? Einen entspannten Freitag gehabt? Ach stimmt, der wollte ja nicht. Ja, der Kollege konnte das Internet nicht fixen, das ist richtig. Deswegen rette ich jetzt wieder die Welt mit Beyblades und ja nicht Pokémon sammeln, aber mit Helden sammeln halt, ne? Ja, der hat einen Großausfall in der Region. Da geht gar nichts mehr. Und das soll sich noch bis morgen ziehen. Morgen Nachmittag erst. Deswegen, ja. Da ist ganz groß die Kacke am Dampfen, was Internet und Telefonanschluss angeht. Aber ich habe schon vorhin gesagt, ich habe mich an deinen Rat erinnert, Greel. Hinsichtlich der
Brasse, weil ich suche ja immer noch die Großaugenbrasse. Da hast du ja gesagt, dass die in Küstenregionen vorkommt. Deshalb werde ich jetzt einen Abstecher in die Meereshöhle machen. Weil ich habe da so die Vermutung, man könnte da vielleicht angeln. Und dass es dort die Brasse gibt. Das wollte ich jetzt eigentlich testen, aber ich habe halt in der Stadt jetzt hier so viele mögliche Rekruten getroffen, dass ich die erstmal alle abgeklappert habe. Aber jetzt gucke ich mir das mal an. Weil in dieser Höhle war ich noch nicht. Ich dachte, es wäre ein Story-Dungeon, aber scheinbar ist das ein optionaler Dungeon. Deshalb wird da jetzt mal geschaut, ob man da drin angeln kann, weil wir sind ja hier in Küstenregion. Und da wir in Küstenregion sind, könnte ja hier diese Brasse sein. Muss man mal gucken. Der verballert mir gerade schon wieder ein bisschen zu viel Mana, Leute. Das muss ich erstmal ausschalten. Das müssen wir jetzt erstmal ausschalten, weil wir können hier nicht einfach so die MP verballern. Kämpfen ohne MP zu verbrauchen. So, machen wir das doch. Können alles machen, aber keine MP verbrauchen. So weit sind wir noch nicht. Meereshöhle, 8 Stein. Und dann machen wir mal hier eine Wanderung durch. Auch vielleicht ein paar coole Ressourcen sammeln. Schätze. Rune der Wasserverzauberung. Ah, da hinten ist noch ein Portal. Ah, ich lasse mich überraschen. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Und kundschafte das schon mal aus. Vielleicht sind die Gegner auch so stark, dass ich gleich so aufs Fressbrett kriege. Und aus dem Leben geschossen werde. Okay, sind sie nicht. Die sehen nicht so stark aus. Das sollte passen. Sword! Swords. Also Eupharius ist schon ein harter Knochen. Der gefällt mir. Ja, bisschen Geld sammeln. Ein bisschen overleveled, ja. Aber ich habe auch jemanden dabei, der hochgelevelt werden möchte. Also noch nicht so ein hohes Level hat. Aber ja, für die Region bin ich, glaube ich, ein bisschen overleveled, aber ich war da jetzt halt noch nicht drin in der Höhle. Schoko-Minz-Eiscreme. Ich sag's mal frei raus, ich hasse Schokominze. Diese Kombination ist für mich das Abartigste mit, was es gibt. Unbekannte Taschenuhr. Das klingt doch schon mal interessant. Also Schokominze. Mein Gott, ist das widerlich. Wir haben bei uns auf dem Balkon, weil meine bessere Hälfte Fan davon ist, von Schokominze, haben wir eine Pflanze, also so Minze, was Schokominze ist. Also eine Minzpflanze, die Schokogeschmack mit drin hat. Und, oh, krasser Move. Und dann auch, wie Schokominze schmeckt. Und riecht auch so. Also wenn man da so dran reibt und dann mal am Finger riecht, riecht das wirklich nach Schokominze, so wie After Eight. Das ist der Wahnsinn. Und die wächst jetzt fröhlich bei uns auf dem Balkon. Sowas gibt's ja. Das heißt richtig Schokominze.
Das ist Wahnsinn. Wir haben auch, das ist auch mega, wir haben eine ein Cola-Gewürz. Es riecht nach Cola. Das kann man halt ins Getränk reinmachen. Auch wenn man, wenn man das reibt und dann an den, man dran riecht, so an den Fingern, ist 1:1 der Geruch von Cola. Ideally, we would avoid confrontation. Also es ist halt Wahnsinn, was es alles an Gewürzen gibt. Was haben wir noch Schönes? Wir haben auch aztekisches Süßkraut. Oh, sie ist tot. Cool. Ja, aztekisches Süßkraut hat so ein bisschen, ist wirklich sehr süß. Hat schon ein bisschen was Honigartiges. So vom Süßungsgrad. Ist sie gleich wieder tot, geil. Ja, die hat noch nicht so viele Lebenspunkte. Fire! 231. Was denn jetzt? Was war denn das für ein krasser Move? Was haut der denn für einen krassen Move raus? Acht Stein. Stein brauche ich nicht. Stein ist Quatsch. So, erstmal das hier so heilen. 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 165. Ja, damit ist sie in der ersten Reihe halt nicht so cool aufgestellt, ne? Von der Ausrüstung her. Mit 116, weil sie nur einen Kettenpanzer trägt. Aber da hätte ich mal was kaufen sollen. Hm. Kein Wunder, dass sie so auf den Sack bekommt. So, wo laufe ich denn jetzt hin? Oben rechts ist eine Sackgasse. Gucke ich mal da. Kann ich hier angeln? Nee. Aber da ist ein Häuschen, oder? Aber es ist keiner da. Nee, mach mal Runenlenser, Kettenschlag. Komm, Schatztruhe. Mal ein Feuerball. Und sie greift an. 41 Schaden. Ja, geht natürlich auf mein schwächstes Mitglied. So gehört sich das. Immer auf die Schwachen. Oh, 97. Oh. Erstmal seine Verteidigung ein bisschen brechen. Was gibt's Schönes zu klauen? Ein Rezept erhalten. So, also sie steigt auf jeden Fall ein bisschen auf. Das ist schon mal sehr gut. Kriegt auch ein Heilkraut. Vielleicht sollte ich sie in der Formation auch nochmal woanders hinstellen. Gruppe. Dass sie nicht wirklich ganz vorne steht. Bitte lass hier was Gutes sein. Eisenerz, okay, ja, nehme ich mit. Ist wichtig. Ansonsten werden wir mal bei der Balkon-Thematik bleiben. Was habe ich dann noch Schönes? Wieder sehr viele Peperonis angebaut und Chilis. Von scharf bis mildscharf. Show me some hustle.
Ansonsten von den Kräutern ganz Thymian haben wir auf jeden Fall. Thymian. Oregano? Ist das Oregano? Da ist eine Kiste. Zu der bin ich noch nicht hingekommen, oder? Oregano ist das. Currykraut. Currykraut haben wir. Das riecht auch richtig stark nach Curry. Wir haben keinen riesigen Garten. Wir haben einen Balkon. Aber den haben wir halt vollgeknallt mit Pflanzen. Wir haben seit dem Umzug einen recht großen Balkon. Der ist sehr länglich. In die Länge gezogen. Und da haben wir ein Hochbeet hingestellt. Und auf diesem... Also im Hochbeet haben wir halt so Erdbeeren, Tomaten, Paprika und halt ein paar Peperoni-Pflanzen oder Chili-Pflanzen. Peperoni und Chili. Und an diesem Hochbeet haben wir hinten noch so eine Rankelhilfe. Da hängen die ganzen kleinen Töpfe mit den Gewürzen drin. Die haben wir da rangehängt. Genau. Und ansonsten haben da durch den länglichen Balkon, da haben wir dann halt noch Blumenkästen. Glücksmarke. Eisenherz. Da haben wir dann noch so Blumenkästen rangehangen. Da ist dann halt Hängepetunie ist dabei. Husan, Knöpfe, Goldmarie, Gelbzahn, glaube ich, heißt das noch. Was haben wir noch? Lavendel, lila Gänseblümchen. Jo. Also einiges. Also es ist ziemlich viel. Ziemlich viel. Aber ich achte ja auch immer drauf, dass die Blumen nach Möglichkeit insektenfreundlich sind, dass dann schön die Bienchen kommen, Schmetterlinge und so das Ganze, ne? Dass das alles schön Hummeln, dass die alle zu mir kommen und da was finden halt, ne? Den dummen Blütenstaub. Ist das Blütenstaub? Ja, glaube ich schon, ne? Oder halt Nektar. Also ne, Nektar ja nicht. Ist es Nektar aus der Blume? Keine Ahnung. Bin kein Biologe. So, das war ja ein richtiger Reinfall hier. Das hat ja mal nicht so viel gebracht. Eukris. Eukris. Dann gucke ich mir jetzt noch die anderen Städte hier an. Das Dorf Dafan. So schaut's aus. Also jetzt hat man so einen Einblick, wie mein Balkon aussieht und was ich alles Schönes pflanze. Du wolltest dich erst anschließen, wenn ich eine Gilde habe. Da kann ich mich dran erinnern. Hier noch jemand? Nee, sieht nicht so aus. Ja. Macht mir auch so ein bisschen so Spaß, so Gärtnern. Also ich hätte auch gern einen Schrebergarten, wo ich mich hin zurückziehen kann und halt Zeug mache, ne? Wirklich so ein bisschen Gemüse anbauen, Pflanzen anbauen. Yes? Und. Das wäre eine echt coole Sache. Wenn ich das hätte. Aber da findet man ganz schwer, da kommt man nur ganz schwer ran. Und wenn, dann ist es auch sehr teuer. Ostzwillingshorn. Ja, gehe ich da nochmal hin. So einen kleinen Schrebergarten, das ist ja wieder so ein bisschen so ein kleiner Rückzugsort. Wenn man
sich zurücklehnen kann. So ein bisschen Urlaub vor der Haustür, finde ich. Deswegen finde ich das eigentlich mal sehr interessant. Was auch immer natürlich mit viel Arbeit verbunden ist. Dann kannst du im Sommer nicht wegfahren, weil irgendwer muss auf deinen Garten aufpassen. Es muss ja alles gegossen werden und vielleicht auch geerntet werden, dass man sich drum kümmert. Kann ich hier angeln? Nee. Hier kann ich auch nicht angeln. Oh, ich muss doch irgendwo diesen verdammten Fisch hier angeln können. Mein Gott. Das macht mich alles ein bisschen mad. Was noch? Ah ja, so hört jemand sagt, hätte sie ein riesiger Berg. Also hier kann ich auch nicht angeln. Oh Mann. Wo gibt's diesen Fisch? Das macht mich wahnsinnig. Also hier ist auf jeden Fall auch kein Held, aber auch kein Fisch, so wie es aussieht. Aber ich glaube, ich muss mal diese Uhr, die ich gefunden habe, die muss ich mal untersuchen lassen. Gut. Dann ist diese Mission schon mal gescheitert. Was gucke ich mir als nächstes an? Achso, ich kann doch mich dahin teleportieren. Okay. Ich gehe jetzt hier nochmal hin. Da war... Ja, du hast alles richtig gemacht. Da ist immer die Dunkelritterin noch. Wo ich ja vielleicht auch die Vermutung habe, die ist anfällig gegen Licht. Wenn ich mit Lichtmagie zauber. Probieren wir es mal. Kettenschlag. Angriff. Was kann er, Zamala? Drache. Ach, bau einfach mal einen Feuerball raus. Wassernadel. Hahaha, ein Schaden, geil. Machen alle nicht genug Schaden. Cool. Einmal einen Crit rausgehauen. Nee, es reicht nicht aus. Die ist viel zu tanky. 38. ...39... ...44... Jetzt kommt seine High-Attacke. Das ist aber eine lange Sequenz für einen Angriff. 71, nicht schlecht. Na, nee, das reicht nicht. Die ist noch zu fit. Okay, sorry. So, jetzt muss ich aber erstmal... Ich muss... Wo kann ich denn noch hin? Dorfferne. Dorf alt werden. Eltis weiß. Ob da noch jemand rumkraucht zum Rekrutieren?
Ich wollte ja auch eigentlich in den Dungeon vor dem Schloss gehen. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.